Kurse und der lautet August 28, größte Code, seit einem Jahr 28% auf alles außer Tiernahrung. Nein, gibt es ja nicht mehr die Werbung. Also 28% auf alle Kurse und ja, nutzt es. Und der Code lautet August 28, einfach in der Kaufverfügung eingeben. Und heute haben wir das spaßige Thema, ja, ich habe gar kein Gefühl, was eigentlich ein normaler Dating-Prozess ist und ist das denn hier einer so, ne? Lieber Hemschi, ich bin Mitte 40 und hatte jahrelang eine toxische Beziehung, die immer wieder aufflammte. Ja, Juli läuft hier rum. Alles frisch, Juli? Ja? Da konnte er mir dabei geholfen, es im Nachhinein zu verstehen. Meine Beziehungshistorie ist wirklich toxisch, auch umgekehrt. Ich habe beide Seiten voll ausgelebt. Bin nun froh, dass ich ein wundervolles Kind habe, das gesund und fröhlich ist. Bin froh, dass ich mich beruflich ganz gut entwickeln konnte. Ich habe nach der Trennung, den Trennungen aus der Lehre raus gedatet. Auch immer wieder Männer kennengelernt, oft toxisch zu beiden Seiten. Nach einem toxischen, steht ja so oft das Wort, Datingverlauf habe ich aufgrund eines Videos Tinder gelöscht und wollte eine Datingpause machen. Ein Mann aus der zweiten Reihe ist allerdings von Tinder übrig geblieben. Wir treffen uns seit einigen Wochen, also seit zwei Monaten, würde es als guten Datingverlauf bezeichnen. Er ist ein paar Jahre geschieden, die letzten Jahre hat er sich etwas ausgelebt, ja, für du ja scheinbar auch. Hatte auch eine halbjährige Beziehung, die eigentlich auch toxisch war. toxisch. Er hat es beendet, scheint wirklich kein Thema mehr zu sein. Da ich im Urlaub war in der Zeit und ich auch abends arbeite, treffen wir uns nicht so häufig. Ein- bis zweimal die Woche, war so am Anfang total in Ordnung. Man soll sich ja gar nicht so oft treffen, siehe Datingkurse, bin Liebessucht zu vermeiden. Wir treffen uns auch ohne Bettsport, aber es ist immer Anziehung zwischen uns. Wir hatten mehrere Dates, bevor wir Bettsport hatten. Er hat es etwas herausgezögert, vielleicht mehr als ich. Dann war es sehr, sehr gut. Wir haben noch nie zusammen übernachtet. Das finde ich erstmal okay, hake ich kurz ein. Allerdings mit Kindern, ja, seid ihr auch noch nicht, ja, das wäre natürlich ganz gut. Aber vielleicht habt ihr euch noch nicht so bekannt gemacht und so und naja. Ich muss oft nach Hause und er schnarcht. Ah ja, okay. Er ist schon oft neben mir eingeschlafen. Das ist wirklich krass. Ich könnte, glaube ich, nicht neben ihm einschlafen. Haben wir das schon wieder ein bisschen Schwächenzoom vielleicht? Er hat mich schon mehrmals gefragt, ob ich mit ihm in den Urlaub möchte oder sprach von einem Wochenende zusammen. Also eigentlich alles okay, soweit okay bis hierhin. Scheint auch gut dabei zu sein, so mehr als du, ne? Diese Woche und am Wochenende ist bei ihm viel los und er hat gesagt, dass er nicht viel Zeit hat. Wir sind für Montag verabredet, es gab noch nie einen Datingprozess, in dem ich so wenig WhatsApp geschrieben habe. Ja, aber das kann was sehr Gesundes sein, aber wenn man dieses immer nur dieses toxische Drama und wir schreiben uns jeden Tag 7000 WhatsApp, weil unsere Bindungsangst und Hauptsache wir haben dieses Dopamin und ja, das ist vielleicht gut, sich mal an sowas zu gewöhnen, finde ich sehr gut. Sehr gut, gefällt mir. Ne? Hab das ganze Wochenende nichts von ihm gehört. Wenn ich schreiben würde, würde er mir aber sofort antworten. Also da kann ich jetzt nichts Negatives zu sagen, weil das läuft ja auch mal gerade an, so, ne? Aber du kannst ihm auch schreiben. Schreib du mir doch mal am Wochenende, würde mich auch freuen. Ich schreibe ihm nicht, weil ich Angst habe, dass er mir nicht antwortet oder in die Situation zu kommen, dass er mir nicht antwortet. Ja, aber das finde ich nicht so gut, weil du möchtest, also ihr sollt das machen, was ihr möchtet und du möchtest ja mehr Kontakt haben. Und er hat ja bisher auch immer zurückgeschrieben, da sollte man jetzt nicht von irgendwas anderes ausgehen, so, ne? Oder ihr sprecht einfach drüber. Zwei Monaten kann man ja auch mal Gespräche führen. Dass du sagst, hätte gerne ein bisschen mehr Kontakt am Wochenende, ne? Gerade wenn wir uns nicht sehen. Das wäre, glaube ich, eine gute Task für dich. Ich habe wirklich oft die Erfahrung gemacht, dass die Männer es genießen, mit mir Bettsport zu haben und sich aber auf nichts Festeres einlassen. Ja, aber dann besprich es doch mit ihm. Also bis hier gibt es überhaupt keinen Hinweis, dass er das nicht ernsthaft betreibt. Aber wenn du da Angst hast, dann
Oder springt da schon deine Bindungsangst rein? Also du könntest es doch jetzt besprechen mit ihm und könntest sagen, ja, wie ist das denn jetzt? Haben wir jetzt erstmal so ein Beziehungskonstrukt, so ein Beginnendes? Also da jetzt mach deinen Mund auf, ne? Sprich das an, ne? Es wäre auch ganz, ich weiß, ich muss auch an meinem Selbstwertgefühl arbeiten, an meiner Trennungskompetenz. Ja, aber bis hier gibt es ja gar keinen Grund, sich zu trennen, ist ja gar nichts passiert. Ja, das ist manchmal so ein Problem, wenn man zu vielen toxischen Beziehungen war, dass man so überkritisch wird, aufmerksam, überall was wittert und so. Und dabei läuft eigentlich alles ganz smooth hier bei euch gerade, ne? Es wäre auch ganz klar für mich, sagt er ein Date ab, ist für mich sofort Schluss, auch sollte irgendeine andere Frau auftauchen. Aber wie gesagt, dann sprich das doch an, das Commitment-Thema, ne? Ich mache gerade deinen Verlustangstkurs, hab dein Buch gelesen. Ja, du kannst auf jeden Fall deiner Verlustangst arbeiten, indem du den Beziehungsrahmen klärst mit ihm, ne? Es hilft mir total, deine pragmatische Art, da ich in Beziehungen zu Männern völlig lost bin, wie ich mich verhalten soll, keine guten Vorbilder und einen schwer traumatisierten Vater hatte. Ich hatte noch nie das Glück einer gesunden, längeren Beziehung. Ja, aber bis hierhin ist eigentlich alles. Weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, aber da klingelt bei mir nichts an. Es tut mir auch so leid für mein Kind, dass ich ihm das nicht vorleben konnte. Ja, aber alles, was du jetzt weiter dir erarbeitest, wird auch deinem Kind zugutekommen, ne? Garantiert. Ich bin definitiv auch bindungsängstlich. Das höre ich hier tatsächlich viel raus. Und da würde ich echt aufpassen, dass du jetzt nicht so ins Minus rutscht hier, ne? Wo eigentlich gar nichts los ist, ne? Und auch mal versucht es auszuhalten, dass es kein Drama gibt, ne? Vielleicht wäre auch der Dramakurs was für dich. Es war bei mir übrigens auch so, dass ich diese toxischen Männer zeitweise als Dualseelen, sorry, Sache gesehen habe und das hat mich ganz schön dran gehalten. Ich werde mal nach und nach mich durch deine Kurse arbeiten. Ja, du kannst ja leicht den Code nutzen und mich auf mein Leben konzentrieren. Danke für deine Videos und dass du dein Wissen für Menschen wie mich zugänglich machst. Sehr, sehr gerne. Danke für deine schöne Mail. Mach die fucking Kurse, nutze den Kurs. Donnerstag bis Sonntag. Abend 24 Uhr, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.